Schule ist nicht gleich Schule. Die einen legen besonderen Wert auf eine musikalische Ausbildung, andere wiederum auf den Sport und die nächsten legen das Augenmerk besonders auf die Naturwissenschaften. In der Zwickauer Kompaktschule versucht man hingegen, die Kinder und Jugendlichen allseits zu bilden, vor allem auch in der Praxis. An dieser Einrichtung lernen Schüler aller Altersklassen, von der Grundschule bis zur Berufsbildung. Und der neuartige Bildungsansatz zeigt sich bereits bei den Erstklässlern. Zum Beispiel haben die Schüler einmal pro Woche einen Unterrichtstag im Freien. Das Gelernte lässt sich in der Praxis wesentlich besser vertiefen. Ein praktisches Beispiel, wie Schule Spaß machen kann. Also ich glaube nicht, dass es viele Erstklässler gibt, beispielsweise die darauf kommen, dass man eben einen Baum nicht mit dem Zollstock messen kann. Ne? Das sind Erfahrungen, die draußen gemacht haben, also aus dem Bereich der Mathematik, sich mit Größen auseinanderzusetzen. Es ist noch nicht mal Lehrplan Klasse 1, aber unsere Erstklässler, die wissen eben, dass man einen Baum eben mit einem Zollstock nicht messen kann, sondern dass man sich da behelfen muss. Und das kriegen die eben nicht vom Lehrer gesagt, sondern das finden die beim Experimentieren heraus. Ja, da merken die halt, hier bin ich jetzt mit meinen Hilfsmitteln am Ende. Was mache ich denn jetzt, wenn ich das rausfinden will? Ja? Oder aber beispielsweise, wenn es darum geht, ne, Erstklässler machen elementare Erfahrungen mit Mathematik, zählen, Mengen einschätzen und ähnliches. Und das kann ich sicherlich mit einer Applikation machen, das kann ich also im Lehrbuch zeigen. Ich kann aber auch rausgehen in den Wald, kann Tannenzapfen zählen, ich kann auch auf den Bahnhof gehen, kann Treppenstufen zählen. Und Sie können unsere Erstklässler fragen, die wissen, wie lang das Bahnhofsgebäude ist, die wissen, wie breit es ist, wie viele Stufen es dort gibt. Und unserer Meinung nach, je näher ich am Leben dran bin und je intensiver auch Emotionen eingebunden sind in den Unterrichtsprozess, umso besser lässt sich vieles lernen. Guter Unterricht lässt sich aber nicht nur durch neue pädagogische Ansätze umsetzen. Wichtig ist auch eine zeitgemäße Ausstattung der Unterrichtsräume. Im Chemiekabinett präsentiert die Geschäftsführerin der Schulträgergesellschaft die Möglichkeit, Gas, Wasser und Strom von der Decke herabzulassen, damit die Schüler auf den Tischen mehr Platz zum Experimentieren haben. In einem anderen Unterrichtsraum wird im Rahmen einer Projektwoche gekocht. Nächste Woche sind zum Beispiel australische Spezialitäten dran. Und während die einen drinnen kochen, probieren sich andere wieder in der australischen Jagdtechnik mit Bumerangs. Und dann wäre noch die Turnhalle zu nennen, die erst neu eingeweiht werden konnte. Vielleicht eine kleine Anekdote. Wir bekommen vielleicht 3-4 Mal im Jahr Besuch von ehemaligen Fröbel-Schülern, die ihr 25-jähriges oder letztes Jahr ihr 50-jähriges Klassentreffen haben. Und die melden sich bei uns an und fragen, ob sie nicht mal in ihre alte Schule gehen können. Und wir empfangen solche Gäste immer sehr, sehr gern und gehen dann mit denen durchs Haus. Und immer kam dieser Moment, wenn wir in die Turnhalle gegangen sind, dass sich die Gesichter aufgehellt haben, dass die Leute gestrahlt haben und haben gesagt, ey, guck mal, die Halle, die sieht noch aus wie vor 50 Jahren. Schön. Für uns war das dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, so schön ist es also doch nicht. Und natürlich versuchen wir als privater Träger unseren Kindern auch optimale Bedingungen zu liefern. Und dort war einfach die Turnhalle der Punkt, wo wir gesagt haben, hier muss unbedingt etwas geschehen. Hier müssen wir den Kindern Bedingungen schaffen, wo die auch gerne mit Freude reingehen und wo die auch sicher sind im Unterricht. Und das ist jetzt hier das Ergebnis. Das heißt, wir haben hier ca. 500.000 Euro investiert in diese Halle, teilweise gefördert vom Freistaat Sachsen bzw. von der EU, aber sehr, sehr viel eben auch an Eigenleistung. Und ich denke, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Turnhalle mit sehr, sehr guten Bedingungen für die Kinder. Von all dem können sich alle Interessierten am kommenden Samstag selbst überzeugen. Von 9 bis 13 Uhr öffnet sich die Schule für einen Tag der offenen Tür. Und das Zielpublikum sind natürlich interessierte Eltern mit ihren Kindern, die eventuell darüber nachdenken, unser Kind bei uns einzuschulen, also im Grundschulbereich oder aber natürlich auch dann in der Oberschule ab Klasse 5. Es sind aber auch alle anderen Gäste, die gerne die Fröbel-Schule mal wieder sehen wollen, schauen wollen, wie wir als Privatträger hier dieses Objekt auch in Besitz genommen haben und umgestaltet haben. Also jeder ist eigentlich willkommen.
Die Kompaktschule in der Fröbelstraße 17 hat am kommenden Samstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet.